Ein durchschnittlicher Benziner mit 8 Litern Verbrauch kostet ja bei den momentanen Spritpreisen ungefähr 10 Euro pro 100 Kilometer an Treibstoff. Nun gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dasselbe Auto für nur 5,50 Euro zu betreiben, also richtig Geld zu sparen, des Rätsels Lösung LPG. Das ist die Abkürzung für Liquefied Petroleum Gasoline, also für Flüssiggas. Mit solchen Anlagen lassen sich die allermeisten Benziner nachrüsten und einige Hersteller, wie zum Beispiel Chevrolet mit dem Geländewagen Captiva, bieten LPG-Fahrzeuge von vornherein ab Werk an. Wir probieren die Benzinalternative in der Praxis. Tja, eigentlich wollten wir jetzt ja gleich tanken, aber auf die Idee mit LPG zu fahren kommen auch andere Leute und nutzen den Spareffekt aus. Dann schauen wir uns doch vielleicht ganz kurz vor dem Tanken die Unterschiede an zwischen Captiva mit und ohne LPG. Ja. Große Unterschiede gibt es da nicht. Unter der Motorhaube verrät eigentlich auch nur hier so ein zusätzliches Steuergerät von dem Hersteller der Gasanlage, dass da noch zusätzlich was verbaut ist. Im Innenraum ist es nur diese zusätzliche Anzeige hier für den Füllstand vom Gastank mit einer Umschaltmöglichkeit zwischen Benzin und Gas. Und äußerlich gibt es eigentlich gar keinen Unterschied, abgesehen von diesem ganz unscheinbaren Verschluss hier hinten. Der verdeckt die Tanköffnung für den Gasbetrieb. Hier ist das Ventil dahinter. Ja, und ich glaube, jetzt sind auch die Leute vor uns weg und wir können endlich mal voll tanken. Also, das ist die Zapfpistole. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man das Ding da unten drauf kriegt. Und tja, also irgendwas fehlt hier. Also, da ist eine Einschrauböffnung und ich glaube, da braucht man auch noch einen Adapter dafür. Der ist nicht im Auto drin. Also, ich denke mal, die Tankstelle hat den. Fragen wir mal nach. Hallo. Haben Sie so einen Adaptersatz für die LPG-Zapfsäule? Sicher. Super. Anders als bei normalen Benzinzapfsäulen gibt es ja im LPG-Bereich verschiedene Standards, sowohl was die Gasanlagen im Auto angeht, als auch die Zapfpistolen. Und deswegen gibt es hier so ein Sammelsurium an Adaptern. Ja, da muss ich mir jetzt den passenden raussuchen. Könnte passen. Jo, okay, dann müsste ich jetzt eigentlich die Zapfpistole draufsetzen können. So. Man muss hier nochmal auf den extra Knopf drücken, damit das Gas fließt. Ich denke mal, das ist aus Sicherheitsgründen, weil das ganze System natürlich stark unter Druck steht. So, etwas mehr als 50 Liter sind jetzt in den Tank reingegangen. Das kostet wenig mehr als 30 Euro für einmal Volltanken. Also das zahle ich ja jetzt richtig gerne. Die große Frage ist natürlich, fährt sich der Motor im Gasbetrieb anders als mit Benzin? Das könnte man ja vielleicht vermuten, weil sich das erstmal exotisch anhört. Flüssiggas in einem Verbrennungsmotor. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich überrascht. Ich habe hier mal ein bisschen hin und her geschaltet zwischen Gas- und Benzinbetrieb. Jetzt hat es gepiept, jetzt bin ich auf Benzin. Jetzt kann ich wieder zurückschalten auf den Gasbetrieb. Ja, und da ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Der Motor klingt gleich. Er ist auch ähnlich von der Gasannahme. Von der Beschleunigung her ergeben sich eigentlich überhaupt keine Unterschiede. Der einzige Unterschied wirklich nennenswert ist beim Verbrauch. Da spricht man beim Gasbetrieb einfach technisch bedingt von einem Mehrverbrauch von rund 15%. Das schmälert dann ein bisschen die geldliche Ersparnis, aber natürlich ist es nach wie vor deutlich preiswerter. Mein Fazit: LPG ist eine feine Sache, weil sich die Kosten von 1.500 bis 3.000 Euro je nach Zylinderzahl und Qualität der Anlage ja schon nach wenigen 10.000 Kilometern gerechnet haben. Bei dem Captiva übrigens, der neu rund 29.000 Euro kostet, braucht es rund 40.000 Kilometer. Damit wird das Thema eigentlich für alle Käufer von Neuwagen interessant, aber auch für Youngtimer-Besitzer, weil sich die oft ja sehr hohen Spritrechnungen für ihre Schätzchen damit auf sehr unauffällige Regionen drücken lässt. Und für die Umwelt tut man eigentlich auch noch was ganz Gutes, weil LPG mit wesentlich weniger Schadstoffen verbrennt als Benzin.